Wir müssen diesmal unsere Taktik ändern. Ich habe das vorher schon angedeutet. Wir müssen mehr auf die neuen Medien setzen. Aber auch hier habe ich vorgearbeitet. Ich war damals schon bei Facebook, wenn man Teaser eingegeben hat, am ersten Platz bundesweit. Und ich war auch bei Google bei Teaser sehr weit vorne. Unser Markenkern als ÖDP ist es, das Ende des Wachstumszwangs zu erkämpfen. Ich will diesen Markenkern stärken. Wir alle müssen diesen Markenkern stärken, auf allen politischen Ebenen und überall dort, wo es uns gibt. Hallo, ich habe euch mein Plakat schon mitgebracht. Ich habe mich leicht verändert, denn dieses Plakat ist mein erster Wahlantritt für die ÖDP gewesen, 1999 Europawahl. Aber es steht kein Datum drauf, wir können es verwenden. Das stelle ich euch deswegen hierher, weil ich euch darstellen will, was ihr auch in meinem Vorstellungsblatt seht, wie mein Werdegang für die ÖDP war. Liebe Delegierte, Reinhold Reck, mein Name vom Kreisverband Freising. Ich bin ÖDP-Mitglied seit 2008, habe viel auf Kreisverbandsebene gemacht, mehrfach, also zweimal jetzt für den Deutschen Bundestag als Direktkandidat kandidiert, verschiedene Bürgerbegehren mitgetragen und bin jetzt in der dritten Wahlperiode Vorsitzender der Bundesprogrammkommission. Weil ich begeisterter Europäer bin, war ich sehr davon angetan, dass es die Bewegung Pulse of Europe gegeben hat und immer noch gibt. Und ich habe diese Bewegung aus vollem Herzen in Mainz und Umgebung unterstützt. Rheinland-Pfalz ist ein Land, das kein eigenes Atomkraftwerk hat. Keines mehr, denn Müller am Kärlich wurde zurückgebaut, nachdem es 4 Monate gelaufen ist. Aber wir sind umgeben von Atomkraftwerken. In Biblis, in Philippsburg, in Fessenheim, in Cattenom, in Thionge. Ich war in Aachen bei unseren Freunden zur Demonstration gegen Monsieur Macron. Denn Frankreich setzt nun nicht nur heute immer noch auf die Atomkraft, es ist sogar größter Anteilseigner an den belgischen Atomkraftwerken. Also da hört für mich einfach Mówię po polsku, o wiele lepiej niż angielski. Vivía en España hace muchos años por un año. Concerning the question about the English knowledge, I'm not even sure which role the English language will play in Brussels after the Brexit. Yeah? Wegen dem Englischen muss ich sagen, ich habe ein Jahr in Schottland studiert, in meinem früheren Beruf als Professor für Mathematik. Ging es in den Konferenzen praktisch immer nur auf Englisch. Meine Veröffentlichungen sind zu 80-90% Englisch. Ich habe auch eine französische Veröffentlichung dabei. Ballungsräumen, wo Menschen mit normalem Einkommen einfach, also geschweige denn sich Wohneigentum erwerben, ja nicht mal mehr ihre Mieten bezahlen können. In Polen seit 1989, ich habe dort erlebt, in den Jahren seit 1989, vor allem in der Zeit des Kriegsrechts, wie die Menschen gelitten haben, aber sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie in einer demokratischen Zukunft landen und sind dort auch gelandet. Deswegen tut es mir besonders leid und besonders weh, dass sich offensichtlich unter der jetzigen Regierung ganz andere Kräfte an die Spitze begeben haben. Ich denke, auch da ist es Aufgabe Europas, den Machthabern von PiS in Polen deutlich zu machen, dass sie in einer demokratischen Gemeinschaft der europäischen Staaten eingegliedert sind und sich demzufolge auch an demokratische Prinzipien zu halten haben. Dann als Rheinland-Pfälzer möchte ich noch sagen, wir können mit der Nominierung von 1 oder 2 Rheinland-Pfälzern auf den ersten 10 Plätzen auch eine gute taktische Wahl treffen. Denn wir haben am gleichen Tag, wie die Europawahl stattfindet, auch bei uns Kommunalwahlen. Und ich sehe immer noch die kommunale Basis als die Stärke der ÖDP. Ich wohne in Leipzig.
Dort gibt es uns, dort gibt es die ÖDP. Von Leipzig aus fahre ich 3 Stunden nach München, 1 Stunde nach Berlin, 1 Stunde nicht mal nach Erfurt, nach Magdeburg, Dresden. Für den Wahlkampf ist das wichtig, ist diese Lage wichtig, denn gerade diese Regionen im Mittleren Osten Deutschlands sind es die Regionen mit ihren verunsicherten Wählerinnen und Wählern, wo wir Stimmen gewinnen können, die für uns bei dieser Wahl wichtig sind. Es gibt keine Freihandelsabkommen, sollte es nicht geben. Es sollte Fairhandelsabkommen geben. Ich möchte euch zunächst mal etwas aus meinem näheren Arbeitsumfeld von den Leuten dort erzählen. Da sind eine Sächsin, die mit einem Kroaten verheiratet ist, dann die Tochter von einem Heimatvertriebenen und einer Französin, die selber mit einem Afrikaner verheiratet ist, ein Sohn italienischer Gastarbeiter, eine Portugiesin, die selber wiederum Tochter von einem Portugiesen und einer Spanierin ist, eine Hamburgerin, die mit einem Franzosen verheiratet ist, und ich selber komme aus dem Frankenland. Ich hoffe, man hört es an meinem Zungenschlag noch ein bisschen, und bin mit einer Schweizerin verheiratet. Das Ergebnis: 3 Schweizer Franken mehr auf dieser Welt. Warum? In diesem Sinne möchte ich Sie euch bitten, mir Ihre Stimme zu geben. Und ich möchte noch eines hinzufügen. Ich betrachte das nicht auf den von mir sehr geschätzten Klaus Buchner. Ich freue mich, wenn er heute wiedergewählt werden sollte. Das Ergebnis des Wahlgangs für den Listenplatz 1 der ÖDP, Bundesliste für die Europawahl. Sind abgegeben worden 148 Stimmen. Alle 148 Stimmen sind gültig. Es entfielen auch Professor Klaus Buchner 110 Stimmen. Hat Klaus Buchner bereits im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Ich darf ihn fragen, ob er die Wahl annimmt. Klaus Buchner? Ja, wird vielen die Dank für das Vertrauen. Ich darf die weiteren erzielten Stimmenzahlen vorlesen. Alexander Abt hat 18 Stimmen erhalten. Jens Ebert Jahn 9 Stimmen. Reinhold Reck 6 Stimmen. Johannes Schneider 4 Stimmen, Walter Konrad 1 Stimme. Es gab keine Enthaltungen. Damit ist der erste Wahlgang erfolgreich abgeschlossen.